So, dein zweiter Vorname ist jetzt Tormaschine? Nee, davon bin ich noch was entfernt. Ich bin schon zufrieden mit meinem zweiten Vornamen, der ist schon schön genug. Aber zufrieden wirst du mit Sicherheit auch sein, so wie es im Moment läuft, der vierte Heimsicht in Folge. Zufrieden bist du jetzt? Sehr, weil ich denke, dass es hier in dem Club schon lange Zeit her ist, dass man vier Heimsiege hatte, den dritten Sieg hintereinander. Das ist ja noch länger her als den Rekord, den wir vor ein paar Wochen aufgestellt haben mit den zwei Siegen hintereinander. Ja, und ich denke, bei uns läuft es zurzeit sehr gut. Jetzt hast du Maxi auch gerade schon gefragt, ist man da traurig, dass die Saison bald zu Ende ist oder ist einfach die Kraft auch mal vorbei? Haben wir schon ein bisschen traurig, gerade jetzt. Ich denke, wenn wir in der Hinrunde so gespielt hätten, wären wir um einige Plätze weiter oben. Aber so ist es halt nun mal im Fußball. Man kann es sich jetzt nicht immer aussuchen. Ich denke, dass jetzt wir den Grundstein schon legen können für die nächste Saison, dass wir halt auch gallisch in die Saison reingehen. Schaffen wir noch das 19. Unentschieden oder will das gar keiner? Also wir wollen auf gar keinen Fall mehr ein Unentschieden. Ich meine, es kommt halt auch immer um den Spielverlauf an. Wenn wir jetzt in der 90. Minute das 2-2 oder so gemacht hätten, wären wir natürlich froh gewesen über das 19. Unentschieden. Alles klar, danke schön. Bitte.